Hallöchen, meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Update-Video. Volvo ballert wieder ordentlich raus und ich glaube, das ist das größte Update, seit CS2 erschienen ist. Gucken wir uns die Sache mal genauer an. Oder ich kann Zeugen auffordern, hier zu helfen. Bitte helfen Sie mir. Naja, er hilft den Leuten. Dieses Update ging gerade eben online, vor ein paar Minuten zumindest bei mir. Ich konnte es eben laden und habe dann direkt hier in die Update-News reingeschaut. Gameplay wurde verändert, Animation, MISC, UI, Workshop und dann noch diverse Fixes an den Maps. Ihr seht also, es ist ein Riesen-Update und jetzt schauen wir uns die Punkte mal im Genauen an. Wir fangen an bei Gameplay. Noch mehr Subtic Visual und Audio Feedback Improvements, das ist schon mal richtig gut. Über das Subtic-System und Tickrate an sich habe ich demnächst übrigens ein Video für euch ready. Das wollte ich eigentlich heute bringen, aber da jetzt das hier kommt, werde ich dieses Subtic-Video dann erst in ein oder zwei Tagen bringen, damit das Video halt mal vorneweg einen Tag auf dem Kanal stand. Sehr, sehr geil auf jeden Fall, dass am Subtic weiter gearbeitet wird. Die Sniper-Scope-Bob-Animation, also das Wackeln, wurde wohl etwas heruntergestellt. Ja, das sieht doch nicht schlecht aus. Ein Bug wurde gefixt, bei dem Ducken mitunter langsamer sein konnte, wenn man das Ganze auf Toggle gestellt hat. Und dieser nächste Punkt, der ist extrem wichtig, der ist mir heute auch aufgefallen, das war Game-Breaking. Und zwar gab es den Bug, dass Granaten einfach nicht geworfen wurden. Jo, geht wieder. Das hatten wir heute live im Stream ein paar Mal, das war echt nervig. Die Granaten können jetzt nicht mehr vorzeitig explodieren, wenn man sie in einen Mate aus Versehen reinwirft und sie halt praktisch da drinnen stecken bleiben. Der Falldamage kann nicht mehr abgebremst werden, wenn man an den Diffuse dran geht. Das habe ich bis jetzt noch nie erlebt, noch nie getestet, aber man konnte wohl im Vorfeld aus einer gewissen Höhe fallen, an die Bombe schnell ran mit E und dann hat man keinen Falldamage bekommen. Die Waffen fallen jetzt besser auf den Boden, ne? Vor allem, wenn man nach unten schaut. Wenn es eine Unterbrechung zum Netzwerk gibt, schalten sich die offiziellen Server einfach aus und das Match wird gecancelt. Auch nicht schlecht. Und auf Metall Railings und Poles gibt es jetzt einen speziellen Sound beim Laufen und Jumpen. Es ist so metallig. Das war es dann soweit schon beim Gameplay. Subtic-Verbesserung, wie gesagt, mega geil und natürlich Bugfix ist immer gut. Also heute das mit den Granaten war wirklich nervig. Das hatte ich aber auch nur heute. Das war direkt im Gather. Ich wollte meinen Teammate vielleicht wegsprengen. Eine Auszeit für dich, Jabi. Es gibt gleich eine Auszeit, Fräulein. Warte, warte, warte. Oh, oh, Jabi, Jabi, komm. Die Nate kam nicht, die Nate fliegt nicht. Hoppala. Also ja, tippeltitop. Animation. Es gab einen visuellen Bug bei der CZ-75 Auto, wenn man inspiziert hat und dann deployed, dann gab es da irgendwie einen Bug. Ich habe die CZ noch nicht mal ausgerüstet. Der Inspekt der Shadow Daggers und deren Animation wurden verbessert. Nice. Und man bricht sich nicht mehr das Handgelenk mit dem Survival Knife. Ah ja, okay. Des Weiteren haben sie an der Mac-10 geschraubt. Also hier vorne, der Strap, der wackelt jetzt anders wohl. Und oben, ist das der Bolt, um das bewegliche Ding? Ist auch nochmal schöner geworden, wenn man dann schießt oder was? Das ist ja perfekt. Bei der AWP und der Scout haben sie die Schussanimation und das Inspecting Behavior während dem Zoom verbessert. Die Revolvertrommel dreht sich jetzt nach jedem Schuss einen Ticken weiter. Sehr, sehr schön. Hier halt auch wieder Who the fuck plays Revolver, ha? Huh? Animationsfehler von Waffen, die auf Community Maps geplaced, also gesetzt wurden, sind jetzt auch behoben. Das C4-Licht blinkt jetzt auch, wenn man das in der Hand hält und oder am Spieler die ganze Sache befindlich ist. Und die Schatten wurden repariert, weil es wohl Fälle gab, bei denen die Schatten an der falschen Stelle gesetzt wurden oder gezeichnet wurden. Animation abgehakt. MISC. Die Bots können jetzt Only Knife auch auf T-Side benutzen. Das Demo-Playback wurde verbessert. Die Performance von Partikeleffekten wurde verbessert. Auch tippity-top, gerade eben sicherlich für ältere Rechner. Und diesen Fehler hatten wir heute auch. Und zwar wurde jetzt Mute Enemy Team und Mute All But Friends gefixt. Wir hatten heute in einem E-Sportle-Spiel jemanden, der einfach einen anlabern konnte. Und dann, ich habe hier extra einen Knopf, auf dem ich dann nochmal mein Team stumm schalten kann. Und dann wurde ich aber gewechselt, nachdem ich gekillt wurde. Dort ist es beim Warm-Up so, dass du halt sowas wie ein Deathmatch hast. Und dann konnte er mich schon wieder anlabern. Also das war dann irgendwie kurzzeitig defekt. Jetzt ist es wieder da. Man kann jetzt Leute komplett wegmuten. Herrlich. Texte von geblockten Spielern sind jetzt auch nicht mehr im Pre-Game-Chat vom Premier sichtbar. Das habe ich auch nie erlebt, dass man irgendwie immun für gewisse Arten von Schaden war, wenn man bei der Halftime gefreezed. Manche Fehler treten gefühlt bei nur ganz, ganz wenigen Leuten auf. Also dieser Granaten-Bug, das hatte auch heute scheinbar nur ich. Niemand anderes hat irgendwie gesagt, meine Granaten fliegen nicht richtig. Und ich habe halt mit vielen Leuten gespielt. Also komisch. Aber wiederum recht krass, dass Valve dann auch so schnell hinterherballert und die Sache direkt dann halt wieder verbessert. Nachdem sie aber auch selbst verschlimmbessert haben, ne? Weil die Granaten waren jetzt nicht die ganze Zeit kaputt. Das war gefühlt nur heute. Einschusslöcher und ähnliches in Wänden zum Beispiel werden jetzt irgendwann überzeichnet oder eben entfernt, wenn sich ganz viele an einer Stelle befinden. Da wird dann der unterste, ganz, ganz unten praktisch das erste Einschussloch halt dann einfach entfernt. Der Player Visibility Fog zählt nicht mehr auf Leichen, meine damit etwa die hier
High-Contrast-Player-Einstellung. Da bin ich mir gerade nicht ganz sicher, aber es ist immer gut, wenn diese ganzen Player-Visibility-Geschichten nicht auf Leichen angewendet werden, weil ne, sonst liegt eine Leiche so halb an der Wand und du denkst, das ist ein Feind, weil sie noch hervorgehoben wird. Also sehr gut, dass sie das bei Leichen ausschalten. Ah, und die Smoke-Particles, das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesehen. Wenn du durch den Smoke durchrennst, dann bleibt der ja so ein bisschen an dir haften und es konnte passieren, dass es auch an den Toten haften geblieben ist. Es sah dann ein bisschen merkwürdig aus. Und dieser Punkt, ich könnte schwören, den haben sie zum zweiten oder dritten Mal gefixt. Und zwar, wenn du Self- oder Team-Burn-Damage verteilst, wurde das mitunter als Enemy-Damage gezählt. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Also einmal war es mindestens bei den letzten zwei, drei Updates mit dabei. Misk somit auch abgehakt. Am User-Interface wurde auch einiges verändert. Es gibt gewisse Chat-Strings, die überarbeitet wurden. Es wurde ein Befehl hinzugefügt, mit dem man als Zuschauer besser in den Player-Spectate-Index reinschauen kann. Und der nächste Punkt, der wirkt irgendwie unnötig. Du kriegst jetzt eine Nachricht, wenn dein AMD oder Nvidia Grafikkartentreiber nicht mehr up-to-date ist. Also das bekommst du ja auch von deiner Grafikkarte an sich, also von der Software. Die Kaufanzeige oder vielmehr der Text bei Kevlar und Helm wurde jetzt angepasst an den Kontext. Wenn ich also die Kevlar-Weste kaufe, dann steht hier gleich nicht mehr Kevlar und Helmet, sondern nur noch Helmet, weil ich habe mir Kevlar schon gekauft. Bei dem Punkt weiß ich nicht genau, worum es geht. Es wurde Zeit hinzugefügt bei dem wöchentlichen Rollover für die reduzierten XP-Benachrichtigungen im Profil-Tooltip-Player-Ding. What do you mean? Das hier oder was? Wo sind denn reduzierte XP-Meldungen? Hä? Kann mir bestimmt einer von euch erklären, haut es in die Kommentare, dankeschön. Hier auch wieder ein Fix, von dem ich gar nicht wusste, dass er gebraucht wird. Und zwar war im Killfeed oben das Panel manchmal falsch. Wenn der Killer gekillt wurde oder disconnected ist im Vorfeld, konnte es passieren, dass in diesem Killfeed-Death-Panel halt nicht die richtige Information drin steht. Oh, und das ist ja auch nice. Im Deathmatch ist das Scoreboard jetzt geändert. Nicht mehr Kills, Death, Assists und Score, sondern Kills, Headshot Percentage, Damage und Score. Des Weiteren gab es wohl die Problematik, dass Text abgeschnitten wurde, wenn du gerade diffused hast. Alles so Kleinigkeiten, die du eigentlich gar nicht mitbekommst. Kommst du richtig. Wenn man tot ist und das Square-Radar hat, kann man jetzt sehen, wohin die Leute laufen. Es gibt nämlich jetzt Richtungsindikatoren. Auch hier war mir jetzt nicht klar, dass das nicht die ganze Zeit schon am Start war. Ich habe da nicht drauf geachtet. Den nächsten Punkt wiederum habe ich schon öfter mitbekommen. Wenn du am Anfang der nächsten Runde siehst, wem du wie viel Damage gegeben hast, hat manchmal der Totenkopf einfach gefehlt, obwohl du den Kill gemacht hast oder er gekillt wurde. Das war dann so ein bisschen verwirrend. Auch sehr schön, dass sie das gefixt haben. In dem Empfehlungsfenster gab es wohl irgendeinen Fehler, der jetzt auch behoben wurde. Also einfach ein Rechtschreibfehler, Bad String. Ich nehme an, das meinen Sie damit mit Rechtschreibfehler. Und am Ende wurde noch ein Fehler verbessert, bei dem wohl die Round-Stats falsch standen im Watch-Menü, also auf der falschen Seite. UI auch abgehakt. Weiter geht's mit Workshop. Das ist logischerweise für die jetzt nur wichtig, die eben im Workshop rumtouren. Die Custom-Sound-Event-Files sind gefixt. Material-Settings für Water und Refractions, Caustics wurden hinzugefügt. Und das nächste hier ist auch für uns User nicht schlecht. Workshop-Maps können jetzt getaggt werden als Supported für Wingman-Modus. Bei Linux-Leuten fällt der -insecure-Befehl weg. Zwei Entities wurden hinzugefügt. Des Weiteren weitere Befehle, um das Player-Movement zu verbessern, zu tweaken auf den Community-Servern. Und Health wird jetzt nicht mehr geklippt, wenn man die drei Digits überschreitet. Also wenn man sich zum Beispiel mehr Leben macht für irgendwelche Adventure-Maps oder sowas. Workshop, zack, zack, auch abgehakt. Jetzt kommen wir zu den Maps. Und da ist auch nochmal richtig viel passiert. Vor allem auf Overpass, Office, Anubis und Vertigo. Auf Overpass gab es wohl Fälle, bei denen das Level-Mesh, also das Level-Netz, verschwunden ist, manchmal. Models und Materials wurden visuell aufgebessert und repariert. Gewisse Kollisionspunkte wurden jetzt begradigt, die Spieler von Wänden oder aus Ecken rausgedrückt haben. Das gleiche wurde auch an gewissen Leuchten vorgenommen, die einen wohl rumgepusht haben. Hier am SWAT-Van wurde eine Metallplatte hinzugefügt, dass man die Spielerfüße nicht mehr sehen kann. Mhm. Es wurden wohl auch wieder einige Löcher in der Welt gefixt, die vorhanden waren. Texture-Mapping-Nähte wurden auch verbessert. Wahrscheinlich hatte man dann hier irgendwelche Punkte, die einfach nicht sauber ausgesehen haben. Feuerlöscher hatten wohl ein komisches Clipping. Das ist jetzt auch repariert. Granatenclipping wurde hinzugefügt und eingestellt. Ich weiß nicht, an welchen Positionen. Und hier im Connector wurde wohl auch einiges an Clipping gefixt. Und zwar an diesen Kabelgeschichten, wobei hier noch irgendwie ein Punkt ist. Und auch an Boxen. Aber was meinen die jetzt mit Boxen? Wo Boxen? Somit ist Overpass durch Ancient. Da gibt es zwei Veränderungen. An den Spieler- und Granaten-Clipping-Geschichten wurde weiter geschraubt. Und es wurden mal wieder einige Löcher und Cracks in der Welt gestopft. Mirage. Ein einziger Punkt. Hier haben sie auch wie so oft am Clipping gearbeitet und was gefixt, mit dem man sich wohl einen One-Way-Peak durch Geo verschaffen konnte. Und darauf folgt natürlich die Lieblingsmap von allen, Office. In der Garage kann man jetzt nicht mehr in der großen Kiste hängen bleiben. Allgemeine Politur der Granatenclips. Die Vending Machines können jetzt nur noch einmal ihre Break-Sequence abspielen, damit es nicht wie in der Disco aussieht. Hier im City-Spawn wurde von gewissen Rohren und auch hier an den CCTV-Kameras die Kollision weggenommen, dass man da nicht rumbackt. Die Doors hier in Stairwell haben Grenade-Clippings, okay.
Es wurde ein weiteres Loch gefixt. Mhm. Texture-Fehler wurden behoben, sowie die Lightning-Fehler auf Low-Settings. Die Waffen können jetzt bei Backway nicht mehr hinter irgendwelchen Kisten stecken bleiben. Lichtartefakte wurden gefixt und ein schlechter Boost an den Elektrokästen in der Garage wurde behoben. Ich denke, dafür muss man wahrscheinlich auch irgendwie Office-Crack sein, um diesen schlechten Boost überhaupt zu kennen. Und auch auf Anubis wurde wieder ordentlich gerödelt. Ich mache das jetzt etwas schneller im Schnelldurchlauf, weil es schon ultra früh ist, also spät, fast wieder früh. Es ist gleich 3:30 und ich muss bald aufstehen und noch schlafen. Es wurden wieder ganz viele Löcher und Kollisionsgeschichten gefixt. Es ist unglaublich, wie löchrig die Maps sind oder waren. Man kann auf A die Laufgeräusche jetzt besser hören. Und auch eine fehlende Kollision wurde den Connector hinzugefügt, damit die Granaten nicht einfach durch die Welt fallen können. Was ich hier aber auch einfach zu Löcher füllen zählen würde. Inferno. Da wurde ein Bucket auf B-Side entfernt, weil man den für den Spieler halten konnte. Okay. Ein weiteres Loch, das gestopft wurde. Player-Clipping wurde weiter adjustiert und es gab einige Mikro-Gaps. Das würde ich auch einfach wieder zu Löchern in der Map zählen. Nuke. Kleine Clipping-Fixes auf Rooftops und HUD. Es gibt jetzt bessere Ads-Geschichten auf B-Side. Etsy, Vanilli? Wo sind jetzt die Ads-Geschichten? Gehen wir einfach mal runter ins Wasser. Aha. Ich weiß es nicht. Können Sie es erkennen, Mr. Krabs? Seht ihr irgendwelche Ätzungen? Huh. Und zu guter Letzt gab es noch Visibility-Issues, wenn man von Garage Richtung Hell geschaut hat. Ja, auch hier spielen wir viel zu selten Nuke. War das Ding hier weiter drüben gestanden, oder was? Kommen wir nun zur letzten Map, Vertigo. Die Lampen wurden gefixt und besser ausgerichtet. Fehlende Stücke, also Löcher, wurden verbessert. Es wurde versucht, Player-Clipping zu verbessern. Mhm. Hier auch Bad Clip-Reparatur. Inkonsistente Flashbangs wurden verbessert, wenn man gegen Metal-Geschichten, also Metallgeschichten geworfen hat. Bei Scaffolding. Fehlende Kollisionen bei B-Side wurden hinzugefügt. Und Granatenclips wurden auf Bombside B hinzugefügt, damit die Smokes nicht einfach an Bad Places hängen bleiben. Hier wurde noch an den Granaten weitergewurschtelt, dass sie besser funktionieren. Es gibt hier einen Grenade-Clip bei B-Platform, also auch, das würde ich hier oben direkt mit dazu zählen. Na okay, wobei, wenn du derjenige bist, der den Fehler entdeckt hat, speziell an diesem Punkt, dann ist es schon nice von Valve, dass sie halt schreiben, wir haben übrigens genau an diesem Punkt einen Grenade-Clip verbessert, hinzugefügt oder entfernt. Hier wurden noch Träger verbunden bei Mitte, die wohl nicht verbunden waren. Ein Haufen Drywall wurde umgesetzt, dass man besser moven und sich eben auch dahinter verstecken kann. Improved Clipping at Side. Was? At Side? Haben sie einen Buchstaben vergessen oder heißt ein Punkt wirklich Side? Auf A? Und zu guter Letzt reagieren die Anzeigen für Verletzungen am Arbeitsplatz jetzt wohl besser. Also das Ding hier, I think. Gucken wir mal kurz. Nice. Das war ein Riesenbrocken. Vor allem dafür, dass es jetzt schon so ultimativ spät oder halt früh ist, war das ganz schön viel. Nichtsdestotrotz weiß ich, habt ihr den Anspruch, dass ich die Sachen direkt abdecke, zumal ein paar schon geschrieben haben, ich bin ihr neuer Update-Guy oder sowas. Also nochmal willkommen an alle Neuen. Schön, dass ihr da seid. Kurzes Schlusswort zu diesem großen Update. Nach wie vor tipptopp. Also Valve hockt sich hin und ballert und ballert und ballert. Ändert, fixt, repariert, füllt Löcher. Ja, also tippelt die Top. Ich freue mich sehr, dass Valve so reinhaut und hoffe, dass das auch weiterhin so anhält. Wir machen jetzt kein Skin-Giveaway mehr, weil es ist 3:30 und ich muss das noch schneiden, rendern, holen, Thumbnail. Und dann ist ja heute Abend auch schon wieder Livestream, also am Freitag um 20 Uhr. Wir sehen uns dann mehr oder weniger gleich. Later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gib mir deine dicken fette Mutter auf